Oh, dann war doch links die Festung. Na, oh, Dünnerwetzen nochmal nah. Hm. Das ist allerdings nicht so schön. Gut, da muss ich den ganzen Weg nochmal nach rechts gehen. Wurscht. So. Wir haben hier ein Kusimat Z. Diese Dinge sind eine Weiterentwicklung der Kusimaten. Maximal KP 714, Verteidigung 0, Ort Mond. Sobald die Mini-Kusimaten auftauchen, sind die Kusimaten perfekt geschützt. Außerdem laden sie wohl von Zeit zu Zeit ihre KP wieder auf. Du solltest die Kusimaten möglichst kräftig treffen, bevor sie geschützt werden. Zum Beispiel mit dem Sternblitz, der könnte funktionieren. Ja, ich verwende diese Attacke sehr gern, wie man sieht. So, ich muss mich jetzt echt mal konzentrieren, damit wir das hier irgendwie hinbringen und mich wieder ablosen. So, excellently. Und es hat funktioniert. Sehr gut. Gut. Diedeldum, diedeldum. So, ist das Ding hier aufgeploppt. Ah, da eben ist schon wieder eine. Oh. Oh. Was ist hier nur los? Viel zu viele Gegner, das ist ja schlimm. Schaut sich nur einer diese Scheiße an. Na gut, Erdbeben. Bams. Ja. Wieso müssen da eigentlich immer von der Decke irgendwelche Sachen runterfallen? Frage ich mich schon die ganze Zeit. So, das wäre es gewesen. Allerdings baut er jetzt ein Schutzschild um sich auf. Nee, macht er doch nicht. Doch, macht er. Au. Tut er, tut und tun. Ja, yeah. Sehr schön. Moment, was ist was? Was? Also, den müssen wir auch noch scannen, wollte ich sagen. Ja. Ja, das ist ein Mini-Kusimat Z. Bis zu 4 von diesen Kellen schützen jeden Kusimat Z. Solange wir diese Dinge nicht erledigen, können wir den Kusimat Z nicht angreifen. Ort Mond verwendet Techniken, die alle Gegner gleichzeitig treffen. Ist zwar rührend, wie die Kleinen ihren großen Boss schützen, aber Gnade wäre hier wirklich nicht angebracht. All right. Gut, wir springen auf diesen blöden Mini-Kusimat Z. Und, freuen uns über eine weitere Attacke. Also diese Viecher, die hasse ich ohne Scheiß. Die sind so lästig, weil man immer dann, weil der Schutzschild aufgebaut wird und dann muss man ihn wieder zerstören und... Ja. Wisst ihr Bescheid. Aber das war's gewesen. Diedeldum, diedeldum. Nein! Ich muss jetzt erstmal laufen. Na! Wieder von der Attacke getroffen. Ich hasse es so sehr, wisst ihr das? So sehr. Voll und so. Ja. Wunderbar. So. Alle weg. Gebammt. Hoffentlich funktioniert es auch. Yeah. Ja gut, wenn man exzellent schafft, funktioniert es auch meistens. Diddle-dum-ti-diddle-dum. So, und diese Münzen komme ich jetzt wahrscheinlich eh wieder nicht rechtzeitig. Hä? Halt! Es ist hier viel zu viel los und vor allem mit dieser Schwerkraft. Es ist nicht lustig. Okay. Wir müssen uns jetzt erstmal diesen Kusimaten vornehmen. Sonst nervt mich der wieder. Da habe ich keinen Bock drauf. Verstehst du? Weißt du Bescheid. So. Ah.
tot. Gut. Dann switchen wir zu Bart Omp. Greifen. Und hauen ihm einen Hammer auf den Kopf. Voll rein. Das war's. Dildum, Tidildum. Nein, jetzt nicht. Und Standsplitter. Hui. Hui. So. Wechseln wir mal schnell zu Bubble. Und hauen ihm einen Hammer auf den Kopf. Voll rein. Gut, dann bringt mir eigentlich Barbara mal wieder nichts. Ich brauche Bart Omp. Spring auf den. Und bombe den. Gut. So. Dann hier Hammer. Bams. Und das war's. Endlich. Furchtbar lange hat's gedauert. So, dann werden wir uns jetzt hier erstmal noch links umgucken. Und, ja. Ich vermute fast, dass da eine Röhre dahinter ist, wenn es da hinten zu der coolen Krusionenfestung geht. Wer hätte das nur erwartet? Ja, die war gut versteckt, muss man schon sagen. Und so. Es geht immer noch weiter nach links. Ja, da lägst mich am Seier. Das ist ja mal ein großes Gebiet hier. Aber eigentlich müsste jetzt langsam mal Ende im Gelände sein, weil was wollen die hier ständig noch bringen? Das ist ja Irrsinn. Dann war das der letzte Abschnitt, oder? Also irgendwie so. Ach Gott, sind da viele Mond. Ach, guter Gott. Ich will mich erstmal hier seitlich bewegen. Aus bekannten Gründen. Und so. Und es geht immer noch weiter nach links. Heiliges Blechle ist der Mond groß. Das ist ja voll Spar. Ich kann mich eigentlich nicht daran erinnern, dass ich so viel da gelaufen bin. Wahrscheinlich habe ich mir das nie komplett angeguckt, sondern habe einfach immer vorher schon abgebrochen. Wäre auch eine Erklärung für das Ganze. Alter, geht immer noch weiter nach links. Also wenn ich es jetzt nicht wüsste, dann würde ich ja sagen, dass mal wieder irgendein geheimes Versteck oder irgendwas. Weil das kann ja... Okay, hier... Oder ist das einmal so rundum, dass man da einfach rumlaufen kann und weil der Mond ja bekanntlicherweise eigentlich rund ist. Ich vermute es. Sieht mir verdammt danach aus. Na, auch gut. Okay. Dann machen wir das Ganze nochmal mit Xai, um ein bisschen schneller zu sein. Sprengen die restliche Kacke da auf, die wir noch aufzusprengen haben. Töten noch ein paar Mondquirks eventuell. Ja. Liebend gerne. Und, naja. Dann werden wir uns wahrscheinlich im nächsten Part dann die Krusionenfestung reinpfeifen. Habe ich so ein Gefühl. Und so. Yay! Und das war's, Feierabend. Diddledum, diddledum. Ominominum. So, Xai wieder her. So, dann müssen wir uns nochmal genauestens umgucken. Ich laufe mal wieder hinten rum, um mir alles anzusehen. Stimmt, hier liegt von vorhin der Hartpanzer noch. Aber die, also es kann mir niemand erzählen, dass diese Mondquakes nicht respawnen.
Ist da hinten ein Riss im Stein? Könnte sein, ne? Ich glaube zwar nicht, aber gut. Bam. Sehr schön. Ja. Also die, bin ich mir sicher, die respawnen auf jeden Fall. Da brauchen wir uns gar nicht abmühen, die alle zu töten. Oder ich mache das mal im Offplay, aber irgendwie scheint mir das nicht viel zu bringen. So oder so ähnlich. Ach, verkackt. Einmal A zu wenig ist auch schön. Ach, ein. Bei einem hat es mir wieder nicht funktioniert. Das ist ärgerlich, aber nicht so schlimm. Wir nehmen einfach die Bombe zur Hilfe. Dann geht das auch. Gut. Dum-di-dil-dum, dum-di-lil-dum. Oh, ein Wutbeben. Das ist ja prima. Allerdings möchte ich nicht so weit heranlaufen. Nee, also in dem ist definitiv auch nichts drin. So. Laufen wir doch... Och, das gibt's doch nicht, ihr Kirks, ihr blöden Mond-Kirks-Dinger. Nein. Geschafft. Aha, da liegt auch noch mein Verwirrpulver. Okay, da wäre was zum Aufsprengen. Der ist da drin. Vielleicht können wir... Ne, wir können es wahrscheinlich nicht umgehen. Ne, wir können es nicht umgehen. Das gibt's doch nicht, das gibt's doch nicht. Ja, pst. Sprüh du nur deinen Nebel und dein Zeug hier. Und dann kill ich die. Das war's. Tamti, ramti, tamti, tam. Und gleich der nächste wieder. Das gibt's doch nicht. Was ist hier nur los? Wann schaffe ich es eigentlich mal nicht beim Erdbeben cool hinzubringen? Das ist ja unglaublich. Schön. Tja, sehr viele Münzen. So, das wollte ich ja eigentlich machen. Okay, nichts Interessantes. Und dann werden wir schnellstmöglich hier verschwinden. Denn mir ist hier einfach zu viel los. Man sieht es hier schon wieder, das ist nicht normal. Das ist nicht normal. Okay. Ja, war mal wieder klar, dass die auch wieder mit an Bord sind. Die respawnen hier draußen wirklich ständig, so wie mir das aussieht. Das werde ich auf jeden Fall nicht mitmachen. Wir verschwinden hier schnellstmöglich in den Hintergrund und gehen in die Festung. Ich glaube, da kann man nämlich auch gleich mal speichern. Und dann sollte das gut sein. So, rein mit dir, Mario. Oh. Diese Hütte will mir gar nicht gefallen, Bomber. Da ist Vorsicht geboten. Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Eine sehr schöne Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen Hütte, die überhaupt nicht komisch ist. Na gut. Ja. Oh Gott. Halt, Freund oder Feind? Aber das ist doch Mario. Das heißt... Kämpfen! Sehr schön. Das muss ja mal wieder vor einem Speicherblock sein. Glaubt ihr wirklich, dass ich vor euch fliehen würde? Das ist ja wohl ein Witz. Witz vom Fritz.
So, das ist ein Elite-Soldat. Elite-Soldaten sind besonders starke Inklusionen. Maximal KP 10, Angriffskraft 5, Verteidigung 1. Elite-Soldaten attackieren dich oder putschen sich mit Chemikalien auf. Jedenfalls sind sie gefährlich und du solltest sie kräftig vermöbeln. Ort Krusionen HQ. HQ für Hauptquartier. Wer das nicht weiß. So. Ich würde sagen, wir verwenden hier mal an dieser Stelle vielleicht den Power Ring. Den Sternblitz erscheint mir hier, als würde er eventuell failen und nichts bewirken. So. Und noch einmal. Sehr schön. Da haben wir euch auch schon besiegt, meine Freunde. Das war's. Lugt in diesem Kampf nicht möglich. Ich lapp mir den Ast. Rückzug! Mario, wenn diese Kerle hier sind, dann bedeutet das, genau, dass der Sternenwill muss ganz in der Nähe sein. Und dann ist Princess Peach auch nicht weit. Und wir werden sie finden. Krusionen HQ und nicht mehr Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Awesome. Gut. Es läuft im Hintergrund die Awesome Techno Mach mich verrückt Mucke. Die hören wir uns dann beim nächsten Mal noch genauer an. Wenn es euch gefallen hat, bitte kommentieren, abonnieren, wenn ihr möchtet, doch gut bewerten. Ansonsten bin ich der AC105 und wir sehen uns beim nächsten Mal bei Paper Mario. Bis dann und ciao, ciao.